Ja, Dankeschön. Können mich alle hören? Ist das okay so? Ich hoffe. Gut, vielen Dank für die Einführung. Ich freue mich heute ganz besonders hier zu sein und Ihnen über DNA-basierte Gewässerbewertung was erzählen zu dürfen. Und da geht es darum, dass wir im Prinzip bei der Gewässerbewertung im Moment die Sachen, die Tiere morphologisch untersuchen, identifizieren. Und das klappt bei den meisten Larven auch sehr gut, aber es gibt so, ich sag mal, sowas wie Chironomiden zum Beispiel hier, die sind sehr schwierig zu identifizieren und da hoffen wir eben mit der DNA-basierten Bestimmung das Ganze etwas ergänzen zu können. So. Man muss ganz klar sagen, DNA-Metabarcoding ist Freund, nicht Feind. Und es geht nicht darum, dass man die Gewässerbewertung komplett mit DNA-Metabarcoding ersetzt, sondern dass das Ganze ergänzt wird. Das heißt, morphologische Bestimmung wird es auch weiterhin geben und auch eben diese Gewässerbewertung mit der Morphologie. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, sehen wir, dass Metabarcoding, wenn, nur den Bestimmungsschritt ergänzen kann und dann eben auch diese Sortierung nicht notwendig ist. Aber die ganzen anderen Sachen brauchen wir trotzdem. Das heißt, wir brauchen trotzdem noch die ganzen Experten, die ins Feld gehen, die Proben nehmen, die Proben auch richtig und nach Wasserrahmenrichtlinien nehmen, die Taxa-Listen interpretieren, die Bewertung machen mit der Software, das Ergebnis interpretieren und im Prinzip auch die Sachen dann planen. Das Ganze ist also kein Ersatz, sondern nur eine Ergänzung. Im Prinzip funktionieren die Labormethoden davon auch schon sehr gut. Das Ganze soll aber auch sinnvoll integriert werden. Das heißt, wir können jetzt nicht die ganzen Wasserbewertungen, die wir jetzt die ganzen Jahre durchgeführt haben, einfach wegwerfen und mit was Neuem anfangen, sondern das Ganze soll sinnvoll in das bestehende System integriert werden und da wird sehr viel Interkalibrierung notwendig und das wird eben noch ein bisschen dauern. Das ist also jetzt nichts, auch wenn die Labormethoden funktionieren, nichts, was jetzt morgen schon kommen wird, sondern es wird noch ein paar Jahre dauern. Aber ich denke, dass es dann sehr viele Chancen geben wird für im Prinzip alle von uns, die hier sitzen. Zum einen ist es so, dass wir die Referenzdatenbanken aufbauen. Das heißt, dafür brauchen wir taxonomische Experten, die die Tiere eben gut bestimmen können. Es gibt aber auch die Möglichkeit, durch die genetische Information neue Arten zu bestimmen und zu beschreiben, weil man eben kryptische Arten, das heißt, die morphologisch identisch aussehen, aber genetisch zwei verschiedene Arten sind, eben mit diesen Methoden auch sicher bestimmen können. Und da brauchen wir auch gerade die Morphologen, dass wir da zusammenarbeiten und diese neuen Informationen auch wirklich effektiv nutzen können, um da neue Arten zu beschreiben. Und ich hoffe natürlich, dass das Ganze, weil es eine höhere taxonomische Auflösung hat, auch die Gewässerbewertung an sich verbessern wird. Das heißt, dass die Gewässer etwas genauer noch bewertet werden, als sie jetzt ohnehin schon bewertet sind. Wenn wir uns das Ganze einmal angucken, haben wir also hier die Probenahme, das Sortieren, das heißt Steine und Blätter müssen mit Metabarcoding nach wie vor auch raussortieren. Dann eben, im Moment haben wir noch die Bestimmung morphologisch. Das Ganze könnte dann eben mit dem DNA-Metabarcoding ergänzt werden. Das heißt, anstatt die Tiere hier einzeln zu bestimmen, nehmen wir die ganze Probe und homogenisieren die in der Laborarbeit, extrahieren die DNA und können dann ein Stückchen der DNA benutzen und das eben sequenzieren. Und dann bekommen wir Millionen von Sequenzen, die wir bioinformatisch prozessieren und mit einer Referenzdatenbank im Prinzip abgleichen. Das Ganze wird dann genutzt, dann haben wir hier im Prinzip auch eine Artliste, die aber DNA-basiert ist und das kann dann benutzt werden, um auch eben zu einer Gewässerbewertung zu kommen und zu sagen, ist der Fluss oder der Bach in einem guten Zustand oder vielleicht auch nicht und dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Das Schöne bei der Sache ist, dass es dabei sehr viele Nebenprodukte gibt, weil die mit Labormethode eben unabhängig ist, sage ich mal, also da gibt es weniger Probleme von der Bestimmung, das heißt, DNA ist immer dieselbe für jedes Tier, kann ich über DNA, wenn ich die mit einer Referenzdatenbank abgleiche, zum Beispiel sehr genaue Verbreitungskarten bekommen, aber dann auch die genetische Diversität angucken, das heißt, was steckt in der Art, wie genetisch divers ist diese Art, eben auch kryptische Arten erkennen und ich denke, das ist sehr, sehr cool für jeden von uns hier, weil damit kann man fantastische Grundlagen schaffen, um Modellierungen zu machen für ökologische Fragestellungen und auch fürs Gewässermanagement. Und auch gerade die Morphologen sind gefragt, weil wir zum einen die Datenbanken immer noch komplementieren müssen, die sind noch nicht komplett. Und da wird es für die nächsten 20, 30 Jahre noch massig Arbeit geben bei uns. Und auch gerade in den ganzen, ich sag mal, anderen Ländern, gerade die Entwicklungsländer, da ist Taxonomie noch gar nicht so weit. Da gibt es also noch genug Arbeit für die nächsten 100 Jahre, sage ich mal. Also ich hoffe, dass ich Sie damit ein bisschen so einstimmen konnte, dass DNA-basierte Methoden vielleicht ein bisschen gruselig sein können am Anfang, aber die sind eigentlich eine tolle Sache und ist für uns alle, ich sag mal, was mit dabei und wir können davon alle sehr profitieren, gerade wenn wir da zusammenarbeiten. Und ich würde jetzt einmal gerne ein bisschen eine Einführung geben in DNA-basierte Methoden. Was ist DNA? Wie genau funktioniert das? Und das auf einmal erklären.
Sie alle da, nicht jeder hat da wahrscheinlich so einen guten Background drin. Ganz einfach gesagt, was ist DNA? DNA ist der Bauplan des Lebens, das heißt, alle Zellen enthalten DNA. Und wir sehen einmal mich hier im Fluss und ich habe DNA im Wasser, also Tiere, die haben DNA, aber auch Biofilm, Bakterien können DNA haben DNA und auch Bäume. Das heißt, DNA ist im Prinzip überall und wir können das eben nutzbar machen. Das heißt, das sind im Prinzip 4 Buchstaben, daraus sind alle Organismen aufgebaut. Das heißt, der Bauplan, wie diese Organismen aufgebaut sind, also A, G, C und T. Wenn man sagt Bauplan, ist das vielleicht ein bisschen falsch, weil im Prinzip ist es ein ganz schön dickes Buch. Denn Insektengenom ist 1 Billion Basenpaare lang ungefähr und das ist eine ganze Menge. Wenn man das ausdrückt, bekommt man ein richtig dickes Buch. Und ich habe hier trotzdem einmal einen Bauplan gezeigt, um zu zeigen, die DNA natürlich bestimmt, wie der Organismus morphologisch aussieht. Das heißt, weil es eben der Bauplan ist. Und wir haben hier, weil es verschiedene Arten sind, dann natürlich auch genetische Unterschiede, weil eben zum Beispiel die Napfschnecke anders kodiert ist als die Steinfliege. Und diese Unterschiede zwischen Arten können wir uns eben nützlich machen und damit die Arten auch bestimmen. Das Schöne ist, dass jeder Teil von Organismus DNA enthält. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Chironomide habe, die adulten Tiere können wir sicher bestimmen, kann ich aber auch die Larven damit sicher auf Art-Level bestimmen, weil eben die dieselbe DNA enthält wie das adulte Tier. Ich kann auch, wenn ein Bein abgerissen ist, das reicht auch schon. Also wirklich wie so DNA in so einer Kriminalszene, wo ein Banküberfall war, reicht schon Fingerabdruck, um wieder den Täter zu finden. Das heißt, diese selben Methoden nutzen wir quasi hier auch für die Gewässerbewertung. Wie funktioniert das Ganze? Das nennt sich erstmal DNA-Barcoding. Das heißt, wir gucken uns nicht das gesamte Genom an, weil es ist ja sehr, sehr groß. Das heißt, wir gucken uns nicht das ganze Buch an. Das ganze Buch zu lesen wäre ziemlich teuer und wird lange dauern, sondern wir nehmen uns quasi eine Seite, einen kleinen Paragraphen aus diesem Buch raus. Und da gibt es etwas, das nennt sich Primer. Das sind im Prinzip kleine Stückchen und die finden in diesem Buch den Anfang und sind das Ende von einem bestimmten Paragraphen. Das ist quasi der erste Satz und der letzte Satz in einem Paragraphen, den kann ich nutzen, um in meinem ganzen Buch einen bestimmten Paragraphen auszusuchen. Und wir nehmen sozusagen beim DNA-Barcoding dasselbe Stückchen in allen Organismen und versuchen über diese Primer eben dieses Stückchen zu finden. Das sind Primer, die werden nachher nochmal ein bisschen wichtiger. Es ist so, dass schon ein kleines Stückchen DNA reicht, das heißt 150 Buchstaben reichen uns fast schon für die meisten Arten, um die zu bestimmen. Wir nehmen aber auch ein längeres Stückchen, wenn wir das Ganze anwenden. Und das Ganze ist im Prinzip so, wie wenn ich ein Produkt im Supermarkt scanne. Ich scanne den Barcode und weiß dann, das ist eine Flasche Cola und die kostet 99 Cent. So kann ich auch einfach die Larve aus dem Gewässer nehmen, sequenzieren und weiß dann, aha, das ist die und die Chironomidenart. Es ist nämlich so, dass innerhalb einer Art die Sequenzen sehr, sehr ähnlich sind. Da sagt man von 0 bis 1% Ähnlichkeit. Aber zu anderen Arten die Sequenzen unterschiedlich sind. Das heißt, da ist ein Barcoding Gap, nennt man das. Und das ist mindestens 2% oder in der Regel sogar noch mehr Unterschied zu anderen Arten. Das heißt, ich kann diesen Barcode, der ist einzigartig für die spezifische Art, kann ich eben nutzen, um die Arten sicher wiederzufinden. Wie funktioniert das Ganze? Es ist keine Blackbox, es ist im Prinzip ganz einfach und ich versuche Ihnen das ein bisschen näher zu bringen. Natürlich ist es im Labor, nehmen wir da Kits und verschiedene Sachen, aber das ist im Prinzip relativ simpel, wenn man es mit den Methoden macht, wie es hier auch gezeigt ist. Also es ist im Prinzip nichts anderes, wie wir es im Labor machen. Das heißt, wir haben die Probe, die wird getrocknet über 24 Stunden, dann haben wir das Gewebe und dazu wird es homogenisiert, da kann man einfach einen Mörser für nehmen und dann müssen wir die DNA extrahieren. Das kann man mit Haushaltsmitteln machen, da kommt im Prinzip ein bisschen Seife drauf, ein bisschen Salz und danach Alkohol, dann habe ich meine DNA extrahiert und da ist natürlich auch mein kleines Barcoding-Fragment drin. Und das wird dann über PCR amplifiziert, das heißt, wir kopieren uns dieses Fragment heraus. Das ist dann ein bisschen komplizierter, da brauchen wir schon Enzyme für und auch diese Primer, von denen ich erzählt habe, die eben diesen spezifischen Paragraphen im Buch finden. Und das Ganze wird einfach nur erhitzt und gekühlt, ganz oft, und damit wird es kopiert, weil die Polymerase sozusagen dieses Stückchen, das heißt, das sind Enzyme, die diesen Barcode kopieren können. Und dann haben wir von unseren ganzen Tieren den Barcode, das sind die Tiere hier, das heißt, die sind ja alle extrahiert, das heißt, von allen ist DNA auch extrahiert worden. Wir haben den Barcode, das sind quasi unsere ganzen Tiere und das wird dann im Prinzip sequenziert. Und das ist auch relativ simpel, da gibt es heutzutage Sequenzierer, die sind wirklich nur so groß, die sind USB-Stick groß und damit bekommen wir eben dann Millionen von Sequenzen.
Das Ganze ist auch nicht teuer. Es gibt hier zum Beispiel das Bento Lab. Das ist wirklich ein kleines mobiles Labor. Da habe ich alles drin, was ich brauche. Und wenn ich jetzt noch Reagenzien dazu zähle und ein paar Pipetten, komme ich so grob auf 5000 Euro. Das ist quasi meine Grundlaborausrüstung. Damit kann ich sowas im Prinzip auch schon im Feld, wenn ich möchte, durchführen. Die Sequenzierung kostet ungefähr um 2000 Euro. Das kommt ein bisschen auf den Sequenzierer drauf an. Aber da kann ich 20 bis 30 Proben auf einmal drauf sequenzieren, wenn ich sie individuell tagge. Und das kann man zu Hause machen, eben mit diesem USB-Stick-Sequenzierer oder auch extern mit Firmen, wie wir das im Moment machen. Natürlich, wenn ich es auf dem Küchentisch mache, ist es nicht ganz so komfortabel wie im Labor, aber es wird super funktionieren. Also das sind im Prinzip die Methoden, die wir im Labor auch benutzen. Die sind einfach nur ein bisschen höher skaliert und ich sag mal ein bisschen professioneller. Das ist so was jetzt hier so zum Rumreisen. Genau. Das Ganze generiert dann Millionen von Sequenzen und da ist natürlich die Sache, dass es ziemlich kompliziert ist, diese ganzen Sequenzen einzeln durchzugucken. Das kann man gar nicht machen. Wir können nicht Millionen von Sequenzen einzeln angucken. Und dahinter steckt dann eine relativ komplizierte Bioinformatik. Da möchte ich aber weiter gar nicht drauf eingehen, weil das ist was, was, sage ich mal, uns als Molekularbiologen beschäftigt. Aber für Sie als Anwender von der Methode wird es hinterher so sein, Sie kennen alle wahrscheinlich Asterix, was für die Gewässerbewertung im Moment auf den morphologiebasierten Taxa-Listen benutzt wird. Es wird so ein Tool auch geben, wo Sie im Prinzip die Daten einfach nur noch reinladen, auf den Knopf drücken und er gibt Ihnen eine Taxa-Liste wieder mit, welche Arten das sind, wie oft sie vorkommen und im Prinzip, wie gut es dem Gewässer geht. Das Ganze wird, wenn auch cloud-basiert sein, das heißt, dass man dafür keine Rechenleistung braucht, sondern die Rechenleistung sitzt quasi im Internet in der Cloud. Das heißt, man kann das sozusagen auf einem relativ einfachen Rechner auch ohne Probleme machen. Gut, jetzt habe ich Ihnen eine kleine Einführung ins DNA-Meta-Barcoding gegeben. Die Frage ist natürlich, funktioniert das Ganze wirklich mit richtigen Proben? Und da habe ich die letzten 3 Jahre in meinem Doktor sehr viel Implementierungsarbeit geleistet und auch andere Kollegen haben daran gearbeitet. Und ich muss ganz klar sagen, natürlich hat die Methode Schwächen. Das ist eine neue Methode und da gibt es sehr viele Herausforderungen. Ich greife nur ein paar auf. Das ist zum einen der Primer Bias. Das heißt, nicht alle Tiere haben dieselbe, weil sie sind ja variabel in dieser Region, haben auch nicht dieselbe Bindeseite für die Primer. Das heißt, diese 2 Wörter, die ich brauche, um den Paragraphen zu finden, sind natürlich für alle Tiere ein bisschen unterschiedlich, weil es ja verschiedene Arten sind, das heißt, sie sind verschieden kodiert. Da kann man mit den generierten Primern, da haben wir gute Lösungen entwickelt, quasi indem wir ein paar Wörter haben, wo wir quasi mehrere Buchstaben in einer Position haben, dadurch bindet er dann wieder besser. Dann gibt es ein Biomasseproblem. Kleine Tiere können quasi verschwinden, weil die großen Tiere sehr viel mehr DNA in der Extraktion hinzufügen. Das heißt, kleine Tiere haben so wenig DNA und wenn die auch noch selten sind, kann es sein, dass die in der Probe verschwinden. Das Ganze kann ich lösen, indem ich die ganzen Sachen nach Größen sortiere und dann wieder die kleinen Tiere ein bisschen proportional mehr in die Probe reingebe. Und dann vor allen Dingen haben wir auch das Referenzdatenproblem, dass wir haben schon viele Referenzdaten, aber wir haben immer noch ein bisschen Arbeit vor uns, wo ich sag mal ungefähr 20% der Macrosorbentos-Arten im Moment noch nicht in den Datenbanken vorhanden sind. Trotzdem denke ich, dass die ganze Methode schon so weit ist, dass man sie gut verwenden kann. Und das haben wir einmal mit dem Artikel, den wir hier auch eingereicht haben für diesen Preis, versucht. Und zwar haben wir zusammen mit Kollegen aus Finnland 18 wirklich tatsächliche Monitoring-Samples aus dem finnischen Monitoring-Programm verwendet. Das sind komplette Makroinvertebraten-Kick-Samples. Und die wurden morphologisch bestimmt von finnischen Experten und diese vergleichen wir einmal mit 4 verschiedenen Primer-Kombinationen, mit 4 verschiedenen, sozusagen verschiedenen Sätzen, um eben diese Region zu finden und haben das Ganze jetzt mit Meta-Barcoding einmal probiert. Wir haben da das mit 100 Millionen Sequenzen pro Probe gemacht und 2 Replikaten, damit wir eine gewisse statistische Sicherheit haben und das Ganze war auch gar nicht so teuer im Labor. So sieht einmal so eine Probe aus, das heißt, sie wird dann gemörsert, DNA extrahiert und im Prinzip dieser Barcoding-Bereich sequenziert. Und was kommt raus? Wir sehen, dass wir mit der Morphologie ungefähr 130 Arten bekommen. Mit dem Meta-Barcoding ist es, sag ich mal, das Doppelte, ein bisschen mehr als das Doppelte. Es ist auch so, dass wir mit dem Meta-Barcoding eben hier, haben wir die Morphologie einmal und hier die Meta-Barcoding, die Anzahl der gefundenen Arten. Und da ist es auch so, dass wir mit Meta-Barcoding natürlich, gerade bei so Chironomiden, dann auch eine höhere Auflösung haben, die wir morphologisch nur als Chironomide vielleicht da rein bestimmen, sage ich mal, und dann mit Meta-Barcoding eben oft auf die Art genaue Bestimmung kommen. Wir sehen also auch hier, wenn wir uns diese 18 Proben angucken, das sind hier die verschiedenen Probestellen. Die dunklen Kreise ist die morphologische Bestimmung, die Artanzahl. Und wir sehen, dass wir mit den verschiedenen Primer-Kombinationen immer drüber liegen. Das heißt, im Durchschnitt haben wir mit Meta-Barcoding im Vergleich zur Morphologie ungefähr 50 Arten mehr erfasst.
Das hört sich alles ganz toll an, aber man muss auch ganz klar sagen, die Methode hat auch Schwächen. Das DNA-Meta-Barcoding hat es eben nicht geschafft, 30% der morphologischen Arten zu erfassen. Und das muss noch nicht mal sein, dass die falsch bestimmt wurden, sondern ich denke, dass die sehr, sehr gut bestimmt wurden, sondern dass das Meta-Barcoding hier eben auch klare Schwächen hat. Und das heißt, dass wir zum Beispiel bestimmte Arten auch gar nicht bekommen können mit Meta-Barcoding, die ich in der Probe morphologisch sofort sehen kann, aber mit Meta-Barcoding werden die eben nicht amplifiziert. Das heißt, der Primer passt nicht gut genug und damit kann ich sie eben auch nicht detektieren. Und es können auch zum Beispiel Datenbanklücken sein, die hierzu führen. Wenn wir uns das die Bewertungsergebnisse einmal angucken mit der Meta-Barcoding-Methode, das sehen wir einmal hier ausgetragen. Das ist jetzt für 4 finnische Indizes. Das ist einmal die Bewertungsindizes berechnet mit DNA und einmal morphologisch. Sehen wir von rot für schlechte Qualität bis grün für gute Qualität, dass die Ergebnisse hier sehr, sehr ähnlich sind. Wir werden auch immer wieder gefragt, können wir mit DNA-Meta-Barcoding die Biomasse, ich sag mal, erfassen? Und das ist, muss ich auch sagen, sehr schwierig, weil es eben diesen Primer Bias gibt. Ist es so, dass die Sequenzanzahl nicht unbedingt der Biomasse der einzelnen Arten entspricht? Das sehen wir hier auch. Hier ist einmal aufgetragen logarithmisch die Anzahl der Sequenzen und die Biomasse oder die Anzahl der Arten, die wir in der Probe haben. Und das sehen wir. Ja, es ist eine Korrelation da. Wenn ich mehr von einer Art habe, habe ich auch mehr Sequenzen. Aber ich habe hier eine Streuung von 2 bis 3 Größenordnungen. Das heißt, da kann ich sagen, das ist relativ schwierig, da wirklich genaue Daten zu bekommen. Wir können Biomasse nur ganz grob abschätzen und ich denke persönlich, dass es besser ist, Meta-Barcoding auf eine, die Art ist da oder nicht da, Level zu betreiben und dann nicht sich zu sehr auf die Biomassen, also auf die Anzahl der Sequenzen zu verlassen. Wir müssen uns das Ganze einmal angucken, also als Übersicht, was sind die Herausforderungen und Probleme, die Meta-Barcoding im Moment, ich sag mal, davon stoppen, auch jetzt wirklich angewendet zu werden in der Gewässerbewertung. Da haben wir zum einen einmal die morphologischen und Referenzdatenprobleme und auch die Laborprobleme, die wir haben. Es ist so, dass beim Sammeln und Sortieren der Proben ein paar Tiere übersehen werden. Also beim Sortieren der Proben werden ungefähr, können bis zu 30% der Individuen übersehen werden. Das heißt, wir bekommen da vielleicht auch schon einen Fehler rein. Das wird nicht immer so sein, aber es wurde ein Test gemacht. Hier ist die Studie von Hase zitiert, wo das der Fall war. Dann ist es so, dass auch Fehlbestimmungen passieren können. Und das kann auch in den Referenzdatenbanken passieren. Das heißt, Tiere können falschen Sequenzen, können mit falschen Artnamen hinterlegt werden. Und das führt im Prinzip zu falsch negativen und positiven Detektionen. Dann gibt es natürlich Datenbanklücken. Und diese zwei Probleme sind vor allen Dingen sehr kritisch, weil wir vielmehr im Moment sehr viel taxonomische Expertise verlieren. Das heißt, viele Leute haben nicht mehr so viel Interesse an Taxonomie. Und ich persönlich sage ganz klar, wir brauchen Taxonomen, aber sehr dringend, gerade wir Molekularbiologen, weil ohne eine Referenzdatenbank können wir die ganze Methode also sehr schlecht nur verwenden. Also wir brauchen die Morphologen und es ist ganz wichtig, dass die Datenbanken hier durch Morphologen, also Leute, die sich morphologisch auskennen, gepflegt werden und geupdatet werden. Und es sollte meiner Meinung nach eine finanzielle Förderung der Morphologie und Taxonomie geben, fürs Barcoding, um auch neue Arten dann zu beschreiben. Dann haben wir die Biomasse-Variation. Das können wir eben hier durch Sortieren lösen, das Problem. Das heißt, wir haben kleine Tiere, die verloren gehen können. Seltene kleine Tiere gehen verloren, wenn wir das Ganze zusammen extrahieren. Wir haben das Problem mit dem Primer-Bias, was verhindert, dass wir die Biomasse sicher bestimmen können. Und aber auch teilweise, dass wir, sage ich mal, ungefähr 10-20% der Arten gar nicht detektieren. Und wir haben vor allem das Problem, dass PCR, also dieses Kopieren von dem Barcoding-Fragment, inhibiert werden kann durch bestimmte Substanzen in der Probe. Das heißt, das passiert nicht so oft, aber wenn ich jetzt rausgehe und das Feldsampling mache, das Monitoring, möchte ich natürlich, dass diese DNA-basierte Methode bei jedem Mal funktioniert. Und es wird so sein, dass in 100 Proben vielleicht 5 nicht funktionieren, weil die PCR, weil die molekularen Methoden da einfach inhibiert werden durch bestimmte Substanzen. Das heißt, da muss noch sehr viel Forschung passieren, um eben auch dieses Inhibitionsproblem zu lösen. Und im Moment gibt es sehr viele verschiedene Protokolle fürs Meta-Barcoding. Wir sind uns als Wissenschaftler da nicht einig. Jeder sucht das beste Protokoll. Die funktionieren zwar alle so ein bisschen, aber wir sind immer noch auf der Suche nach dem besten Weg im Prinzip. Das heißt, das Ganze kann man zum einen durch Größennotierung und ökosystemspezifische Primer, sehr optimierte Primer, lösen diese Probleme. Und natürlich, wenn man die ganzen Sachen wirklich validiert, das heißt, wir brauchen künstliche und komplette Proben, um die Methoden wirklich sicher zu haben. Das heißt, wenn ich rausgehe und mit Meta-Barcoding in einem Monitoring-Kontext verwende, dann muss das Ganze wirklich gut kalibriert sein und es muss auch eine Qualitätssicherung geben. Das heißt, ich muss mir sicher sein, dass die Methoden wirklich astrein funktionieren und auch verlässlich sind.
Wenn wir uns einmal die taxonomische Auflösung angucken von diesen verschiedenen Methoden, ich gehe jetzt so ein bisschen noch in die Zukunft, gebe Ihnen einen kleinen Einstieg, was in der Zukunft zu erwarten ist, ist es so, dass mit der morphologischen Bestimmung wir die meisten Sachen, die meisten Larven bekommen wir auf Art-Level bestimmt. Das ist überhaupt kein Problem, aber wir haben halt eben manche Tiere, wie die Chironomiden, da ist es ein bisschen schwieriger. Die bekommen wir sehr selten nur auf Art-Level. Das heißt, da können wir gucken, dass wir im Idealfall die Imagines, also die adulten Tiere, nehmen, um die Referenzdatenbanken zu füllen. Und dann können wir eben mit dem Metabarcoding alles, was in der Referenzdatenbank vorhanden ist, eben auf Art-Level bestimmen. Es gibt dann auch noch Cluster, also sage ich mal, die Diversität, die in der Art steckt, wird beim Metabarcoding in Cluster zusammengefasst. Das heißt, da gibt Metabarcoding uns auch noch einen Ticken mehr Informationen. Aber was da eigentlich drin steckt, sind ja einzelne Sequenzen. Das heißt, wir haben verschiedene Populationen von Tieren, die haben genetische Diversität und das spiegelt sich in den Sequenzen wieder. Und es wäre eigentlich ziemlich cool, wenn man an diese Sequenzen drankommen würde. Und das geht im Moment noch nicht, weil eben durch die Sequenzierung hier einige Fehler eingeführt werden. Das heißt, man bekommt sehr viele Sequenzen, die es so gar nicht gibt, weil da Lesefehler drin sind. Da habe ich aber jetzt im Moment auch mit den Finnland-Daten, die ich Ihnen eben vorgestellt habe, eine neue Methode entwickelt. Das ist im Moment das, woran ich derzeit forsche. Und das kann uns eben Einblick in die genetische Diversität geben. Und zwar funktioniert das Ganze so, anstatt die Sequenzen zu clustern, werden die sehr stark gefiltert. Und damit kann ich es eben schaffen, diese ganzen Reads, also die ganzen Sequenzen, die von diesem Background, also Hintergrundrauschen betroffen sind, eben rauszuwerfen und bekomme dann wirklich für alle Tiere in der Probe eine sequenzgenaue Auflösung. Und damit können wir eben, was meiner Meinung nach ziemlich cool ist, können wir Populationen angucken und die genetische Diversität angucken und damit können wir auch die Konnektivität von Populationen feststellen. Wir sehen das einmal hier, jede Farbe repräsentiert quasi einen Sequenztyp und jeder Kreis ist quasi eine Population. Und wir sehen hier, dass für diese Steinfliege und für die Köcherfliege hier oben wir im Norden von Finnland zum Beispiel ganz klar eine andere Struktur finden als im Süden hier unten. Und dann haben wir auch zum Beispiel hier einen Käfer, der wenig divers ist, oder Selos aquaticus, der sehr hohe Diversität zeigt. Das heißt, das wird sehr, sehr spannend, weil wir bekommen das eben für alle Tiere in der Probe. Und wenn wir uns jetzt mal so meine Vision für die Zukunft angucken, sage ich mal, wenn wir das Monitoring sozusagen mit Metabarcoding ergänzen und europaweit 3000 Probestellen haben, wo wir zum einen artgenaue Verbreitungskarten bekommen mit einer Auflösung, die wir so noch nie hatten, und dann auch genetische Diversität bekommen. Das heißt, damit können wir tatsächlich erste Ideen bekommen, wie ist das Ausbreitungspotenzial von diesen Arten, wie bewegen die sich im Raum und damit auch, dass für Renaturierung sehr wichtig ist. Wie kommen Arten in eine Stelle, wenn ich sie renaturiere? Das Wichtige dabei ist natürlich, dass man vergleichbare Labormethoden verwendet und dass wir die Bioinformatik hinbekommen. Das heißt, dass wir uns, ich sag mal, europaweit einigen. Das sind gerade die ganzen Länder, die hier in der Cost Action dabei sind. Das ist ein EU-Projekt, wo wir uns versuchen, auch Methoden zu einigen und das Ganze voranzubringen. Das Wichtige ist hier, dass wir das Ganze dann online verfügbar machen. Das heißt, es gibt eben eine Cloud-Solution im Internet, wo das Ganze prozessiert wird. Und dann könnten wir diese Datensätze für die Öffentlichkeit, aber auch für die Wissenschaft, also für alle hier, zugänglich machen. Und ich denke, dass jeder von Ihnen bestimmt ein paar Ideen hätte, was er mit Verbreitungskarten und mit genetischer Diversität auf so einer Auflösung eben an Forschung und an tollen Sachen anfangen kann. Das heißt, ich denke, Metabarcoding ist eine Riesenchance für uns alle und es ist so ein bisschen, manchmal glaube ich, so eine Art verschiedene Sichtweisen und Kulturen zwischen Morphologen und sozusagen mir auch manchmal als Molekularbiologen. Aber ich denke, auch wenn ich manchmal ein bisschen über die Stränge schlage und natürlich sehr überzeugt bin von den Methoden, es macht viel mehr Sinn, wenn wir wirklich zusammenarbeiten, weil im Prinzip haben wir dasselbe Ziel. Wir wollen die Gewässerbewertung verbessern und wir wollen die Gewässer richtig managen. Und ich denke, dass Metabarcoding da eine sehr große Chance ist. Und die Hoffnung ist von mir wirklich, dass wir zusammen, ich sag mal, die Zukunft gestalten und ein besseres Monitoring erreichen. Und dafür sind wir eben auch da im DNAquanet, wo Sie alle gerne herzlich eingeladen sind, auch mitzumachen. Damit würde ich mich bedanken bei allen Leuten, die hier involviert waren und bei Ihnen noch für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich freue mich auf Fragen. Dankeschön. Ja, das ist die.
Ja, okay. Die Frage ist, wie das Problem mit der Biomasse in dem Moment, wie diese Methode noch verschwächt, was gelöst werden soll, welche Anlässe Da sage ich ganz ehrlich, man kann das verbessern, indem man, sag ich mal, die Labormethoden optimiert. Aber weil wir eben diesen Schritt drin haben, wo wir Sachen kopieren, wird es nicht lösbar sein. Das heißt, wir kriegen eine grobe Abschätzung, wir kriegen aber keine genauen Daten. Das wird mit dieser Methode definitiv nicht möglich sein. Das ist eine klare Schwäche. Und es ist ja auch so, dass im Moment wir in der jetzigen Bewertung die Abundanz der Arten brauchen. Aber es ist auch so, das hat mein Chef Florian Lese mit Daniel Hering und der Lava zusammen jetzt einmal getestet mit 1000 Monitoringproben aus über 1000 Monitoringproben aus Deutschland, dass wir die Abundanz, das heißt die Biomasse, vielleicht gar nicht brauchen. Wenn man nämlich die jetzigen Monitoring, also die jetzigen Taxa-Listen einmal mit Abundanz vergleicht gegen dieselben, mit wo einfach nur ist die Art da, ist die Art nicht da, dann bekomme ich tatsächlich fast immer dasselbe Bewertungsergebnis. Das heißt, für die Gewässerbewertung ist, ich sage mal, Present-Absence-Daten eigentlich schon fast das, funktioniert beides sozusagen. Also wir brauchen die Abundanz nicht unbedingt für die Bewertung. Nee, also es waren keine 50, es waren 50% mehr Arten, keine 50 Arten mehr. Also, aber genau, also es ist so, dass wir halt mit den DNA-basierten Methoden eben mehr Arten bekommen. Aber das sind vor allem die Chironomiden. Und da ist es bei Chironomiden-Larven, ist es tatsächlich so, die kriegen wir vielleicht noch auf Familie. Aber es ist sehr, sehr schwierig, die wirklich genau zu bestimmen. Also wir haben das auch versucht. Wir haben mit Chironomiden-Experten zusammen, wollten wir die auch in die Datenbanken quasi reinfüttern. Und wir haben einen Morphologen quasi, der sich mit Chironomiden auskennt, die bestimmen lassen. Und dann haben aber die genetischen Muster, die genetischen Barcodes quasi nicht zu den morphologischen Bestimmungen gepasst. Also es ist, wenn man genau hinguckt, kann man, ich denke mal, auch sehr viele Arten auch bestimmen, morphologisch. Aber das dauert sehr, sehr lange. Also fürs Monitoring ist es, wenn ich für eine Probe 3 Wochen brauche, ist das nicht machbar und viel zu teuer. Und es ist eben für so Arten wie Chironomiden auch einfach schlichtweg nicht möglich, die wirklich alle auf Art-Level zu bestimmen. Bei manchen Chironomiden geht das, aber mit Sicherheit nicht bei allen. Achso, geht das nicht mehr? Oder? Okay, gut. Also mit der Metabarcoding-Methode 50% mehr Arten gibt es, das kannst du dir vorstellen, kritische Arten oder was auch immer. Aber Klassen, also doppelt so viele Klassen, weiß nicht. Nee, Klassen habe ich ja so auch gar nicht gesagt, oder? Warte, nee, jetzt aber sollte noch eine Abbildung der ganze Seite. Welche Abbildung, welche Seite meinen Sie? Die hier? Genau, oder Ordnung. Ach so. Ja, das kann ich kurz erklären. Da ist das Problem, dass wir natürlich in der Referenzdatenbank nicht immer alles auf Art-Level bestimmt haben. Das heißt, manchmal ist es so, dass in der Referenzdatenbank die Sequenzen nur auf Ordnungs- oder Klassenlevel hinterlegt sind. Und das heißt, dann finde ich mit meiner Sequenz ein Match, zum Beispiel zu Chironomide, und dann steht da nur Chironomide. Das heißt, die Datenbank ist dann nicht ergiebig und sagt mir nur, das ist eine Chironomide, aber es sagt mir nicht, welche Art das ist. Und deswegen bekomme ich mit Metabarcoding auch hier unten mir dann keine genaue Bestimmung, weil da die Datenbank noch nicht komplett ist. Verstehen Sie, was ich meine? Also wirklich ein Datenbankproblem. Thank you.
Ja, zur ersten Frage. Es ist schwierig, wenn die Proben nicht in Ethanol fixiert sind, damit noch genetisch was anzufangen. Also das ist gut, wenn man die Proben in 96% Ethanol sammelt und auch lagert und den Ethanol idealerweise auch nochmal austauscht, weil sonst degradiert die DNA sehr stark und dann ist, ich sag mal, nach ein paar Monaten kein DNA mehr vorhanden und die Proben verrotten. Das ist, da muss man wirklich Ethanol nehmen. Zum Kommentar mit den Chironomiden, das war jetzt nur ein Beispiel. Wir haben natürlich auch andere Gruppen, die wir mit DNA-Meta-Barcoding besser auflösen können. Zum Beispiel bei Aethys ist so eine Gruppe, die morphologisch sehr, sehr schwierig ist und wo es auch viele kryptische Arten gibt. Das heißt, das war jetzt nur ein Beispiel, wo ich jetzt Chironomiden genommen habe. Das Ganze ist aber auch in den ganzen EPT-Gruppen, haben wir das auch, da sind zwar viele bestimmbar morphologisch, aber da haben wir auch bestimmte Gruppen, also bestimmte Arten oder Gattungen, die wir eben nicht morphologisch auf Art-Level bestimmen können. Und das schaffen wir mit dem Meta-Barcoding dann eben ganz gut. Also nicht nur Chironomiden, sondern auch die EPT-Arten, die ja ökologisch recht relevant sind. Ja, ich hoffe, es hören mich alle. Ja, also das ist zu hören. Okay, gut. Hallo? Ja, die Punkte ist mal ein Problem. Ja, das liegt daran, dass wir hier einmal, das ist die Gesamtanzahl der Arten, die detektiert wurden. Ja, das heißt, hier ist die Anzahl der detektierten Arten oder Gattungen und Familien und Ordnung. Und wir finden ja mit dem Meta-Barcoding das Doppelte an Arten. Das heißt, das Ganze ist halt hier auch, ich sag mal, doppelt so hoch. Deswegen habe ich hier drüber auch nochmal die relativen Anzahlen draufgeschrieben. Und das heißt, im Prinzip haben wir hier mit der Morphologie 61% und mit dem Meta-Barcoding 72%. Das heißt, wir können sagen, dass die Meta-Barcoding ungefähr 10% mehr Arten bekommt. Ja? Es geht ja um die Ordnung und die Familien. Wir haben ja eine höhere Identifikationsrate bei der Familien und der Ordnung. Genau, aber das ist ein Datenbankproblem. Das heißt wirklich, das Problem ist in den Datenbanken, dass Leute, wir nehmen die Bolt-Datenbank aus Kanada, und da ist es oft so, dass Sequenzen hochgeladen werden, aber da gibt es was, das nennt sich halt Early Access oder Early Release, wo quasi, weil die Leute die Sequenz noch nicht publiziert haben, sind die nur verfügbar bis zur Ordnung. Das heißt, die Sequenz ist da mit auch Art-Level-Bestimmung, aber wir können nicht darauf zugreifen, weil die Leute erst warten, bis sie die Sequenzen in einem Journal publiziert haben und dann werden die freigeschaltet. Das heißt, wir haben einen Match, einen 100% Match zu der Sequenz, wir kriegen aber nicht die Taxonomie. Das ist ein Datenbankproblem. Genau. Ja? Moment. Ja, das wird. Das geht definitiv auch. Also, wir können aus Museen, wenn die Arten zum Beispiel getrocknet sind, die Proben getrocknet sind, können wir da auch die Sachen noch sequenzieren.
Aber ich möchte natürlich nicht, dass wir jetzt sagen, wir gehen jetzt nur in Museen, sondern was eigentlich viel wichtiger ist, dass wir die taxonomische Forschung fördern und dass wir das Interesse der Leute, der Studenten auch wieder wecken, sich mit der Taxonomie zu beschäftigen. Weil auch wenn wir in Museen gehen können, das sind ja alles alte Informationen. Und wir bekommen jetzt mit dem Metabarcoding eben auch viele neue genetische Informationen, wo wir dann Arten neu beschreiben könnten und wo wir genauer nochmal hingucken müssen und wo wir wirklich jemanden brauchen, da wo wir als Molekularbiologen hingehen können und sagen, guck mal, wir haben ja was ganz Komisches gefunden, ist das vielleicht, guck doch mal morphologisch nochmal drauf, sind das vielleicht zwei Arten. Das heißt, Museen sind auch durchaus wichtig, aber ich würde mich viel mehr freuen, wenn die Morphologie da mehr gefördert wird und wenn wir da taxonomische Experten mehr an Bord bekommen. Ganz vielen Dank. Ja. Danke. Dankeschön.